wir diskutieren im Moment ja auch die Auswirkungen des sozial-ökologischen Wandels oder die Handlungen, die hier anstehen, vor der Scheibe der Corona-Krise. Also wir sind ja im Moment in einer Situation, die vieles an den sozial-ökologischen Bedingungen noch mal deutlicher gemacht hat. Gerade die Soziologie ist ja besonders sensibel dafür, Ungleichheiten deutlich zu machen, gesellschaftliche Verhältnisse, auch solche, die eben vielleicht im allgemeinen Diskurs nicht so sichtbar sind, darauf hinzuweisen und hier zu zeigen, was eben auch so aktuelle Herausforderungen dann nochmal bedeuten für so eine Perspektive auf sozial-ökologischen Wandel. Sie haben sich ja auch sehr intensiv mit ganz zentralen Fragen beschäftigt, die jetzt wieder sozusagen oben aufliegen. Sie haben sich beschäftigt mit Pflege- und Sorgearbeit, mit Frage von Alter, wie wir gesellschaftlich mit Alter umgehen. Welche Konsequenzen sehen Sie hier im Moment? Hat sich so zum Beispiel der Blick darauf, wie wir mit älteren Menschen umgehen, die im Moment ja vor allem als Risikogruppe markiert werden und damit zu den Schwächeren der Gesellschaft gehören, wie hat sich das verändert? Gibt es hier Beispiele vielleicht auch aus der aktuellen Forschung? Es ist natürlich so, dass eine Konstellation wie die, über die wir gerade gesprochen haben, ne, also was bedeutet sozial-ökologischer Wandel, beziehungsweise was bedeuten Perspektiven, die auf einen sozial-ökologischen Wandel zielen, dass die unter den extremen Bedingungen der aktuellen Pandemie und den Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung, dass vieles unter dieser Brille jetzt oder durch diese Brille nochmal ganz anders aussieht, dass wir aber doch in vielen Bereichen feststellen, dass Corona wie ein Brennglas funktioniert, dass nämlich Probleme und strukturelle Hürden, die auch ohne Corona vorhanden waren, jetzt einfach nochmal in einem etwas deutlicheren Licht erscheinen. Ich würde gerne eine Sache vorwegstellen. Wir sehen häufig im Moment bei allen Problemen, die benannt werden, gerade in diesem wissenschaftlichen Feld, das sich mit sozial-ökologischen Fragen beschäftigt, auch eine, wie ich finde, extrem große Hoffnung, dass jetzt der Umgang mit Corona und dass der Umstand, dass im Lichte der Pandemie und der hohen Infektionszahlen drastisch Wirtschaftsbereiche zurückgefahren wurden, der Flugverkehr mit zwischenzeitlich weitgehend eingestellt wurde, dass das für doch nicht wenige Beobachterinnen der Szene als ein Hoffnungszeichen gelesen wurde, zu sagen, das wird alles auch für die Klimafrage verändern, denn jetzt haben wir gesehen, es geht, es ist möglich, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Das müssen wir jetzt in Anführungsstrichen nach Corona nur noch auf die ökologische Frage, auf die Klimafrage übertragen. Das halte ich wirklich für eine absolut fatale Einschätzung, die die strukturellen Rahmenbedingungen und die Macht- und Kräfteverhältnisse vollkommen ausblendet. Ich glaube, man muss einmal sagen, Corona und Klimawandel sind einfach nicht vergleichbar, auch wenn sie auf den allerersten Blick möglicherweise so zusammenhängen, dass die Maßnahmen gegen Corona als eine neue Politik des Postwachstums oder der Schrumpfung erscheinen könnten. Dazu sind aber zwei Sachen zu sagen. Und ich finde, die kann man schon im jetzigen Zeitpunkt, zum jetzigen Zeitpunkt sehen. Das Problem ist, dass die Folgen des Klimawandels langsam auftreten, sukzessive die Veränderungen sich vollziehen, so sukzessive, dass sie auch nicht im Alltag immer sofort erfahrbar sind und vor allem nicht im Alltag derjenigen, die den Lebensstil und den Lebensstandard haben, um zu dieser Entwicklung beizutragen. Das heißt, wir haben hier das Problem der Externalisierung der Kosten dieser Entwicklung. Die Folgen treten sehr viel stärker im globalen Süden auf, treten in einem völlig anderen Kontext auf. Das schreibt zum Beispiel auch Stefan Lessenich in seinem Buch Neben uns die Sinnflut. Das ist eben genau die Idee. Die Sinnflut ist neben uns. Also sie ist räumlich und personell externalisiert. Dass man das mit einer Akutsituation wie der Bedrohung jetzt in der Corona-Krise kann man das absolut nicht vergleichen. Das sind jetzt quasi Akutmaßnahmen, wo ganz klar ist, die werden als Ausnahmemaßnahmen begriffen. Nicht umsonst haben ja auch viele Länder den Notstand, den Ausnahmezustand verhängt, um zu markieren, dass es nicht nur bei der Einschränkung von Freiheitsrechten, da ist das natürlich extrem wichtig, sondern auch bei allen anderen Maßnahmen. Auch bei den sogenannten stillen Teilhaben, wo der Staat mit viel Geld in Privatunternehmen reingeht, aber darauf verzichtet,
auch mitzubestimmen. Das ist definitiv, sind das keine Anzeichen für eine neue Wirtschaftspolitik, sondern es sind Krisenmaßnahmen. Das heißt nicht, dass davon nicht auch irgendetwas bleiben kann. Es heißt aber, dass es aus meiner Sicht völlig falsch und auch fatal ist, dass sozusagen im Sinne einer großen Hoffnung auf eine Postwachstumsgesellschaft als langfristige Strategie überzubewerten. Ganz im Gegenteil sehen wir, dass auch jetzt, auch wenn die Abwrackprämie abgewehrt werden konnte, das ist sicherlich ein Erfolg und dass das gelungen ist, hat sicherlich mit einer zunehmenden gesellschaftlichen Sensibilisierung für die ökologische Frage und hat sicherlich auch mit dem großen Einfluss, insbesondere auch medial und politisch von Fridays for Future zu tun. Aber wir sehen andere Sachen, ne? Was weiß ich, in Berlin, Förderung von Heizpilzen halt, um in die Gastronomie über den Winter zu bringen. Wir sehen völlig kuriose Entwicklungen wie bei Australian Airlines, wo man, weil die Leute nicht mehr irgendwo hinfliegen kann, 7-stündige Rundflüge über Australien buchen kann, damit man sozusagen auf das Fliegen nicht verzichten muss. Also man muss auch dorthin gucken, um zu sagen, nein, das, was wir jetzt erleben, das ist nicht der Weg in eine Postwachstumsgesellschaft. Und da hilft auch sehr stark eine Formulierung, die in der Debatte immer wieder gebraucht wird, nämlich zu sagen, Degrowth, also Postwachstum oder Schrumpfung, je nachdem, wie man es übersetzen müsste, by Disaster, das ist das, was wir gerade erleben. Das ist auch das, was wir nach der Finanzkrise erlebt haben, als der Ressourcenverbrauch aufgrund der wirtschaftlichen Einbrüche erstmal zurückgegangen ist. Das ist Degrowth by Disaster. Das ist was ganz anderes als eine emanzipatorische Perspektive einer Postwachstumsgesellschaft by Design, wo wirklich emanzipatorische Kriterien leitend sind. Ich glaube, das ist, wenn man jetzt nach dem Zusammenhang, ne, von Corona und sozial-ökologischer Frage fragt, ist das das Erste, was man sich angucken muss. Und dann wird man feststellen, dass viele Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, dass wir sie tatsächlich historisch aus der Seuchen- und Pandemiebekämpfung kennen, dass viele Dinge überhaupt nicht neu sind, dass Formen auch der Isolierung und Quarantäne und der Reduktion wirtschaftlicher Aktivitäten, dass wir mit denen, dass wir ganz lange zurückgehen können. Und sonst bietet sich tatsächlich eher der Vergleich mit Extremsituationen, zum Beispiel auch mit Kriegssituationen an, wo wir es historisch immer gesehen haben im Kapitalismus, dass dann plötzlich ein starker Staat auftritt und durchaus auch in die Privatwirtschaft reinregiert. Wir können aber auch historisch zeigen, dass daraus nicht notwendig immer eine andere Wirtschaftspolitik resultiert ist. Wir können auch zeigen, und deswegen möchte ich diese Perspektive nicht ausblenden, dass Extremsituationen natürlich Brücken oder Übergänge zu einer anderen Gesellschaft sein können. Das ist, glaube ich, so. Das ist wirklich auch das genuine Wort von Krise. Das muss man sich vor Augen führen und sagen, wir haben eine Krise jetzt. Wir sprechen schon lange von einer multiplen Krise, ne? Einer sozialen Krise, einer ökologischen Krise, einer Krise der Demokratie im Zeichen des Erstarkens rechter Kräfte und natürlich jetzt von der Corona-Krise. Und Krise bedeutet natürlich auch immer einen Moment der Entscheidung, auch im historischen Wortsinne, nämlich ein Moment, der den Übergang in seiner medizinischen Bedeutung, war das ja genau der Punkt, ne? Also in der Krise entscheidet sich, ob der Zustand beendet oder überwunden wird. Das heißt natürlich, in diesem ganz grundsätzlichen Sinne sind Krisen auch Chancen, Räume für etwas Neues zu eröffnen, aber das ist alles andere als ein Automatismus und das würde eher jetzt bedeuten, nach den Kräfteverhältnissen zu fragen, die es ermöglichen würde, aus einer Situation, die ohne weitere Interventionen jetzt sicherlich eher wieder zurückkippt in eine Gesellschaft, in eine nicht nachhaltige Gesellschaft nach der Krise. Dann, das war der Punkt, den du davor noch angesprochen hattest, die sozial-ökologische Krise und die Corona-Krise zeigen oder deuten auf eine Krise hin, die sehr viel weniger prominent verhandelt wird, die sehr viel weniger im Fokus der Öffentlichkeit steht, nämlich die Krise der sozialen Reproduktion. Über die Wirtschaftskrise, über die Krise wachsender sozialer Ungleichheit, über die Krise unserer demokratischen Systeme und natürlich im Moment über die Corona-Krise ist wahnsinnig viel gesprochen und diskutiert worden, weil sie sich sehr stark im öffentlichen Raum auch abzeichnen. Die Krise der sozialen Reproduktion meint, dass die alltägliche Reproduktion sowohl der Arbeitskräfte als auch des Lebens und unserer Gesellschaft, dass die auf Arbeiten und Ressourcen beruht, die häufig nicht ins Blickfeld treten, nämlich auf der unbezahlten Arbeit vieler. Das heißt in der Regel auch vorrangig oder immer noch mehrheitlich der unbezahlten Arbeit von Frauen, aber auch
der gering bezahlten und extrem ausbeuterischen Arbeit, zum Beispiel von MigrantInnen, wenn wir uns den Pflegesektor und die häusliche Pflege angucken. Das heißt, hier haben wir, man könnte sagen, eine parallele Entwicklung der Externalisierung, wie ich sie eben bei der ökologischen Frage beschrieben habe. Also das heißt sozusagen, der Kapitalismus ist für seine Entwicklung und seine Reproduktion auf Ressourcen angewiesen, die er selbst nicht erzeugen kann. Und er ist darauf angewiesen, dass er die Kosten dafür externalisiert. Das passiert einmal, indem Umwelt genutzt wird, ohne dass sozusagen auf nachhaltige Entwicklung geachtet oder der damit verbundene Ressourcenverbrauch überhaupt bepreist ist, jetzt historisch. Und das ist natürlich umgekehrt neben der Natur die unbezahlte Arbeit, die Sorgearbeit, die zu großen Teilen nicht bezahlt ist. Wir haben natürlich im Moment inzwischen auch eine Menge bezahlter Sorgearbeit. Also auch hier findet die Reproduktion von, wenn man es im marxistischen Sinne sagt, von Arbeitskraft, aber auch von Leben, die findet in der privaten Sphäre durch unbezahlte Arbeit statt, die historisch, darauf haben Geschlechterforscherinnen hingewiesen, ganz stark auch mit Bildern und Stereotypen von Weiblichkeit verbunden war, nämlich im Sinne sozusagen einer natürlichen Fürsorge oder Fürsorglichkeit von Frauen, also das, was unbezahlte Arbeit ist, wurde gerahmt als unbezahlbarer Liebesdienst, der quasi qua Natur der Frauen ausgeübt wird. Also auch hier eine Externalisierung von Kosten. Und es hat jetzt unterschiedliche Gründe, dass diese Konstellation zunehmend zur Debatte steht. Das hat historisch natürlich was mit den Kämpfen der Frauenbewegungen zu tun. Das hat historisch damit zu tun, genau diese Existenz des Hausfrauendaseins, die jetzt weniger für den Osten als für den Westen kennzeichnend war. Wir sehen aber auch, um diesen Punkt aufzugreifen, natürlich war die Frage der Frauenerwerbstätigkeit und auch der Gleichstellung zum Beispiel in der ehemaligen DDR eine ganz andere als im westdeutschen Hausfrauenmodell. Wir sehen aber und wissen heute durch die Forschung auch in diesem Bereich, dass das nicht bedeutet hat, dass die unbezahlte häusliche Arbeit gleich zwischen den Geschlechtern verteilt ist. Das hat Frauen unabhängiger gemacht, das hat sie ökonomisch unabhängiger gemacht. Das sieht man bis heute in den Lebensweisen, in den Einstellungen, aber auch in Entscheidungsraten zum Beispiel. Aber es hat nicht dazu geführt, dass diese Externalisierung von Sorgearbeit an Frauen und die damit in der Regel verbundene Unsichtbarmachung dieser Arbeiten, dass die abgenommen hätte. Jetzt haben wir die Situation, dass wir einerseits durch die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen, die das Reproduktionsmodell immer komplexer geworden ist, könnte man sagen. Ne? Also es war plötzlich klar, jetzt gerade wenn wir uns den Bereich der Kinderbetreuung angucken, wir brauchen mehr bezahlte Sorgearbeit, damit die Frauen quasi Lohn arbeiten können. Und auch hier ist wieder interessant, wie stark gesellschaftliche Prozesse ineinandergreifen für historische Entwicklungen. Es wäre vollkommen falsch, diese Entwicklung einzig und allein auf die in jeder Hinsicht erfolgreichen und wichtigen Kämpfe von Frauenbewegungen zurückzuführen. Denn wir haben diese Entwicklung, wo ja die Integration in den Arbeitsmarkt, in den Erwerbsarbeitsmarkt durchaus eine große Rolle gespielt hat, viel zusammen mit einem grundsätzlichen Wandel im Kapitalismus vom eher fordistisch regulierten Klassenkompromiss der Nachkriegsjahrzehnte, der im Westen jetzt, um sich das Modell vor Augen zu führen, ganz stark eben auf der Idee von Normalbiografie, Normalarbeitsverhältnis und heterosexueller Normalfamilie mit einem Verdiener, einer Ehefrau und mehreren Kindern beruhte. Im Übergang zum flexiblen Kapitalismus hat sich auch der Erwerbsarbeitsmarkt radikal verändert. Das Normalarbeitsverhältnis wird seltener, ist immer natürlich noch stark vertreten, das ist gar keine Frage, aber wir wissen gerade in jüngeren Kohorten, dass diese Selbstverständlichkeit von unbefristeter Vollzeitbeschäftigung eben nicht mehr die Normalität ist. Und wir haben sukzessive Lohnverluste, das heißt, das klassische Ernährermodell wurde nicht nur, man könnte sagen, von unten, von den feministischen Bewegungen aufgebrochen, sondern in Anführungsstrichen auch von oben, weil die Idee von einem Ernährerlohn, von dem vier Personen leben, natürlich mit diesen Arbeitsmärkten, in denen prekäre Beschäftigung, befristete Beschäftigung, unsichere Beschäftigung zunimmt, auch nicht mehr zu realisieren war. Das heißt, wir sehen hier wie in anderen Bereichen auch diese ambivalenten Entwicklungen, die Prozesse ineinandergreifen, die sich gegenseitig verstärkend dazu führen, dass es bis heute kein neues Reproduktionsmodell gibt, wo es eine gute Lösung dafür gibt, wer diese Aufgaben übernimmt. Man sieht Veränderungen. Ich habe mich, wie wir schon angesprochen, das viel auch mit dem höheren Lebensalter und dem Wandel
von Alter beschäftigt, was natürlich im Blick auf den demografischen Wandel und die damit verbundene Veränderung der Gesellschaft ein extrem zentrales Thema ist. Und was man hier sagen kann, ist schon, dass es Versuche gibt, andere gesellschaftliche Gruppen zu adressieren und zu finden, die Teile der unbezahlten Sorgearbeit übernehmen könnten, für die Frauen eben nicht mehr zur Verfügung oder nicht mehr in dem Ausmaße zur Verfügung stehen, wenn sie den ganzen, wenn sie selber in die Erwerbssphäre eingebunden sind. Wir sehen hier eine sehr starke Aktivierung, insbesondere jüngerer und gesünderer Ruheständlerinnen, ne, dass sie sozusagen durch Pflege in der Familie und Nachbarschaft, durch ehrenamtliches Engagement zentrale Ressourcen des Sozialen werden, die quasi insofern adressiert werden, dass sie ja, da sie eine Rente beziehen, sozial abgesichert sind und die Freiheit und Freizeit, die sie haben, jetzt quasi als soziale Gabe an die Gesellschaft zurückgeben sollen. Hieran sieht man auch, wie flexibel das kapitalistische Arrangement ist. Es braucht nicht notwendigerweise die Frauen für diese unbezahlten Arbeiten. Es war historisch, man könnte sagen, naheliegend und wie ich eben beschrieben habe, mit der Naturalisierung der Frauen als fürsorglichen Akteuren verbunden. Aber wenn sich dafür in Anführungsstrichen, würden wir Soziologinnen jetzt sagen, funktionale Äquivalente finden, nämlich andere, die man dazu anhalten kann, umsonst oder niedrig entlohnt Sorgetätigkeiten zu übernehmen, dann sozusagen sehen wir hier auch eine gewisse Flexibilität des Systems. Und bevor ich jetzt zum Ende komme, der letzte Schlenker, der ja auch angesprochen wurde, ist natürlich, dass wir in der Corona-Situation jetzt tatsächlich die durchaus ungewöhnliche Situation hatten, dass eine starke Aufmerksamkeit, ein starker Fokus auf Berufe und Tätigkeiten gelegt wurden, die normalerweise nicht besonders anerkannt sind, die extrem schlecht entlohnt sind, nämlich all die Bereiche, die plötzlich als systemrelevant qualifiziert wurden. Also insbesondere die Pflege, sowohl in den Alten- und Pflegeheimen als auch in den Krankenhäusern. Natürlich auch das medizinische Personal in seiner Bandbreite, aber auch ganz ungewöhnlich nur die Supermarktkassiererinnen. Jetzt kann man darüber diskutieren, dass der Spotlight auf ein paar dieser Berufe gefallen ist, die in dieser Situation extrem wichtig war. Das hat sich schon an Auseinandersetzungen im Pflegerettungsschirm daran gezeigt, dass zu Beginn der Pflegebonus, der vorgesehen war für die Pflegekräfte durch die zusätzliche Belastung in der Pandemie, einmal darauf hinweist zu sagen, das wird als etwas Einmaliges gerahmt, ne? Anstatt zu sagen, wir brauchen eine grundsätzliche Aufwertung dieser Berufe. Ich würde sagen, es gibt trotzdem Tendenzen in diese Richtung und trotzdem fand ich, war der Pflegebonus doch ein sehr eindrückliches Beispiel dafür, wie man die Situation versucht, situativ zu lösen, ohne langfristige Fragen auf die Tagesordnung zu holen. Und dann kam aber natürlich die Frage auch und die Diskussion, worüber niemand nachgedacht hatte, als das Geld für die Boni beschlossen wurde. Warum eigentlich sollen dies nur die Pflegekräfte in den Pflegeheimen bekommen und zum Beispiel nicht die Reinigungskräfte oder das Küchenpersonal? Also wir sehen auch hier, dass der Spotlight, der auf einige wenige Sorgeberufe gerichtet wurde, dann diejenigen, die sich aber in unmittelbarer Nachbarschaft bewegen und noch unsichtbarer sind, für das Funktionieren der Sorge, dass die aus dem Blickfeld geraten. Es haben alle über die Supermarktkassiererinnen gesprochen, dass parallel aber auch weiterhin der Müll abgeholt wird, war kein Thema. Das heißt, wir sollten aber dieses Zeitfenster nutzen, das, glaube ich, erstmalig, und das haben gerade viele, auch derjenigen, die in Supermärkten arbeiten, dass sich erstmalig Leute bei ihnen bedankt haben, dass sie erstmalig sichtbar wurden, dass den Leuten erstmalig klar wurde, wer ist eigentlich wirklich relevant für mein Leben. Und deswegen kann man jetzt auch darüber streiten, ob eigentlich Systemrelevanz das der richtige Begriff hierfür ist. Systemrelevanz würde aus meiner Sicht eher darauf ziehen, welche Funktionen und welche Berufe braucht man, um das System am Laufen zu halten. Da würde ich eher an Ordnungskräfte, wie die Polizei oder auch sozusagen die basale Produktion von überlebensnotwendigen Gütern denken. Ich fand aber, dass die Perspektive, die hier auf bestimmte Berufsgruppen gerichtet wurde, war eher zu sagen, wer ist wirklich lebens- und überlebensrelevant? Wer ist, wenn man es jetzt soziologisch sagen würde, wer ist reproduktionsrelevant? Und das ist ein Möglichkeits- und ein Zukunftsfenster, an dem man definitiv ansetzen kann.